Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen VTLM Video. Ich habe in den Tiefen des Kühlschranks noch etwas gefunden und das nennt sich Pink Bowl Zero Strawberry und Kiwi, einer von den Sainsbury Energy Drinks. Und mir schwant Übles. Ich gehe hier aber total unvoreingenommen an die Sache ran. Auf der britischen Dose steht ja natürlich wieder unsere Lebensmittelampel und da sind wir bei 9 Kilokalorien für die ganze Dose. Auf der Rückseite stehen pro 100 Milliliter 3 Kilokalorien und 30 Milligramm Koffein. Also wir haben hier wirklich einen Energy Drink. Pink-silbernes Design passt einfach mal zum dem, was draufsteht. Also Erdbeer, Kiwi und dann auch noch Zero. Ich bin ja dermaßen skeptisch, was den Geschmack hier gleich angehen wird. Hier ist natürlich jetzt noch wieder ein bisschen super Staub angesammelt. Also da merkt man dann wieder, wie lange die doch schon etwas rumgestanden ist. Ich habe mich hier um Pink Strawberry Kiwi, nicht gerissen, aber bringen wir es hinter uns. Auf der Rückseite steht noch was von Inhaltsstoffen und zwar, die wollt ihr natürlich auch noch wissen oder auch nicht. Sprudelwasser, Zitronensäure, Taurin, wieder unsere schwarze Karotte als Geschmack und ansonsten, wer sich jetzt hier hinten fragt, steht da irgendetwas von Sweet Potato, Süßkartoffel, super, also Fruchtextrakte aus Apfel, Kirsche und Kartoffel und Karotte. Das Ding hat niemals irgendeine echte Erdbeere oder Kiwi erlebt. So, das zur Einleitung. Krass, es riecht aber nach Erdbeer. Nach künstlicher Erdbeere, aber man merkt direkt Erdbeer. Kiwi kann ich da jetzt nicht rausschnüffeln. Gucken wir uns die Farbe an. Ich würde jetzt mal sagen, so rosa oder auch so ein Pink. Ja, okay, das haut wenigstens hin. Farblich. Ja, so ein leicht, geht so leicht ins Rötliche, das Pinke. Riecht immer noch sehr nach Erdbeer. Es riecht nach diesem diese gedeckten Erdbeerkuchendinger, wo dieses Gelee drauf ist. Dieses Erdbeergelee, genau so riecht es. Gar nicht jetzt mal so verkehrt. So, aber wir probieren es mal. Prost. Krass. Erdbeer ist mal sehr interessant. Ah, und dann natürlich dieser widerliche Nachgeschmack, also wirklich widerlich. Der Anfang ist wirklich gut, also auch geschmacklich, wo ich sage, Erdbeer Energy Drink, warum nicht? Bis dahin, alles okay, auch beim Trinken. Und jetzt wird mir anders. Sehr schade. Sehr schade. Also, das ist hier sowas, was auf meine Liste kommt, wenn ich nochmal drüben bin, so ein Sainsbury sehe. Will ich doch mal gucken, ob es Strawberry Kiwi nicht als Nicht-Zero gibt, sondern mit vollen Kalorien. Weil der Anfang ist sehr interessant. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich würde behaupten, wenn ich jetzt raten müsste, 90% Erdbeer, 8% Sprudelwasser und maximal 2% Kiwi. Wobei, ich da glaube ich, da müsste ich rede mir gerade ein, dass ich irgendetwas von Kiwi da schmecke, weil dieser künstliche Erdbeergeschmack so dominant ist, dass da der künstliche Kiwi-Geschmack überhaupt keine Chance hat, durchzukommen. Also, mal ganz, ja, interessant. Nach dem dritten Schluck finde ich den Zero-Nachgeschmack jetzt gar nicht mehr so schlimm. Ich habe mich jetzt nach 3 Schlücken, 4 Schlücken dran gewöhnt, weil hinten nach hinten, also ich sag mal so, wenn hier oben der künstliche Erdbeergeschmack liegt und unten dann unser normaler Energy Drink Geschmack, der so ganz leicht durchkommt und dann man fängt es an zu trinken und dann bricht hier also die untere Schiene sozusagen ein, weil das Künstliche, weil die Süßstoffe, weil die Zero-Zeug da nachlässt oder was auch immer. Aber oben diese Erdbeergeschmackslinie, die fällt halt nicht so ab, sondern die bleibt ziemlich konstant oben drüber liegen. Das fängt diesen Absturz wirklich gut ab, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Erdbeer bleibt noch da, jetzt fällt unten das ab, aber oben auf den Lippen und oben drüber bleibt Erdbeer noch bestehen. Der ist jetzt nach dem zweiten, dritten, vierten Schluck gar nicht mal so verkehrt. Also das Ding als Zero-Ding, krass,
Krass, krass, krass. Also so einen Wechsel habe ich ja selten gehabt, dass ich sage, boah, was ein Gurkenmurks, da traue ich mich gar nicht zu probieren. Dann erster Schluck, ich fühle mich bestätigt, aber jetzt so nach ein paar geht in Ordnung. Also wirklich, auch wenn ihr kein Fan von Erdbeer seid, aber das ist mal ein experimenteller Energy Drink. Gefällt mir ausgesprochen gut gerade. Also für ein Zero-Getränk ist das gerade wow, wenn man denn auf Erdbeer steht. So, und da bin ich ja mal sehr, also ja, auf jeden Fall. Da hier mal wirklich eine richtige Empfehlung, wer da mal seine Pfoten dran kriegt. Das ist ein Erlebnis, den zu analysieren. Das soll es aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.